Jo Leute, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite. Und auf die heutige Folge können sich zum einen mal Rette die Welt, aber auch Battle Royale Zuschauer freuen, einfach weil wir diese beiden Spielmodi heute ein bisschen gemixt haben. Denn Avis und ich dachten sich einfach, warum machen wir kein komplett gestörtes 1 gegen 1? Denn wenn ich gewinne, muss mir Avis seinen Season 1 Renegade Raider Account überlassen. Das heißt, ich krieg einfach einen der seltensten Accounts auf diesem Planeten und könnte den mit meinem Main Account zusammen mergen. Und das einfach nur absolut krass wäre. Aber wenn Avis gewinnt, dann muss ich ihm meine seltenste Waffe in Rette die Welt geben. Und zwar meinen Feuerschneeballwerfer. Und Leute, ihr wisst alle, wie viel das Ding wert ist. 5000 Sonnen Minimum. Und zumindest alle von euch, die Rette die Welt spielen, wissen, dass das einfach geistesgestört ist, wie viel Zeug dieses Ding wert ist. Leute, das heißt, wir beide haben einen absolut kranken Einsatz. Und es würde uns auch mega freuen, wenn ihr dieses Video einfach mal liken könntet, um zu zeigen, ob ihr davon vielleicht sogar mehr sehen wollt. Zudem, in meinem Part seht ihr jetzt die letzten, also sozusagen entscheidenden Runden, zumindest um einen Teilbetrag. Und in Avis Folge seht ihr dann die anderen Runden. Bei mir gibt es auch noch die Auflösung, also wie ich Avis die Waffe gebe. Und falls ihr wirklich alles sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall auch noch beim Avis vorbei. Aber ansonsten würde ich sagen, nicht nur ich kann heute einen Account gewinnen, sondern auch ihr. Und das sogar ganz einfach. Und zwar könnt ihr heute einen Fortnite Rette die Welt Deluxe Account gewinnen. Das heißt, ihr kriegt nicht nur Battle Royale, das kriegt ja jeder Account, sondern auch Rette die Welt. Und nicht nur das normale, sondern mit der Deluxe Edition. Und auch das war noch nicht genug. Denn bei der Deluxe Edition habt ihr schon exklusive Helden und Skizzen, wie zum Beispiel die Revolte des Gründers. Und all diese Skizzen sind komplett OG. Also das sind Legacy Skizzen, die ihr richtig nice vertraden könnt. Plus auch noch die Battle Royale Gründer Skins, das heißt, ihr habt auch noch ein paar Skins am Start. Plus noch V-Bucks, die auf dem Account sind. Leute, wenn ihr diesen Account gewinnen wollt, dann wäre es wirklich mega korrekt, einfach mal ein Abo und ein Like dazulassen. Und ansonsten aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um den spontanen Auflösungs-Livestream nicht zu verpassen. Und noch eine kleine Bedingung, einfach weil es halt eine 60€ Fortnite-Edition ist. Es würde mich mega unterstützen, wenn ihr halt auch noch meinen Creator-Code reinmacht. Und zwar die 94443. Wenn ihr dann damit irgendwas im Shop kauft, kriege ich da kleine Anteile dran. Und das ist wirklich mega nice. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, ich spanne euch jetzt gar nicht länger auf die Folter oder plapper hier länger drumherum, sondern wir starten ins 1 gegen 1 und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Let's go. Avis. Ja. Ich muss zugeben, du hast gewonnen. Ich habe einen dummen Fehler gemacht, habe gesagt, Top of Three, sonst hätte ich gewonnen, aber da kann ich nichts mehr dran ändern. Okay, los geht's. Jetzt spiele ich mal ohne Anspannung. 3, 2, 1 und go. Viel Glück, by the way. Und ich fäll natürlich direkt am Anfang rein. Leute, sind bei dir da auch so Strukturen? Naja. Das ist natürlich schon mal ein leckerer, ein saftig-knaftiger Hit. Mit oder ohne runterschießen? Ich würde einfach sagen, wie du lustig bist, einfach spielen. Boah, saftig knaftig. Wir haben eben bereits eine einstündige Aufnahme hinter uns. Wir haben gespielt, was das Zeug hält. Und insgesamt geht es jetzt halt um einen Schneeballwerfer und 500 Sonnen dazu, also einen Feuerschneeballwerfer. Moment, ja. Na, wie ist? Du hast die Edits. 3, 2, 1 und go. Nein, die ist gar nicht clean. Oh mein Gott. Oh! Das saftig, war das ein Heft? Das ist ein Headshot, oder? Das war ein Headshot, ja. Alter, der war anders. Der war wirklich anders. Im Sprung gönnt er mir einfach den Headshot. Ja, ich hab dir noch einen 70er im Sprung gegeben, ne? Mhm. Es wurde nochmal knapp. Man muss dir auch lassen, du bist ein sehr, sehr starker Battle Royale-Spieler. Das muss ich dir lassen. Freut mich zu hören, Bruder. Dankeschön. Und ich bin halt bei sowas, bei 1 gegen 1, einfach die absolut nervigste Person, weil ich einfach ein absolut schlechter Verlierer bin. Oh ja. Oh ja. Schwarz-Wild. Bist du bereit? Oh, ja, bau los. Warte, ich lass dir.
gut? Alles gut, alles gut. Perfekt. Ja, mein Fehler. Da wollte er mich wieder pranken hier mit seinen Edits. Oh mein Gott, wie close immer diese Hits sind und dann immer so in die Wand rein. Oh. Ich glaube, ich muss mal einfach ein bisschen aggressiver spielen. Oh, lass mich landen. Und das war die Verrangung. Ah, GG. Ehre entwendet. Das bedeutet, es steht 2-1, ne? Für mich. Ja. Okay, wir machen aber bis 3, ne? Genau. Das bedeutet, das ist meine letzte Chance. Wenn ich das jetzt gewinne, dann hab ich's. Okay, Avis, let's go. Bist du bereit? I'm ready. 3, 2, 1 und go. Oh mein Gott, setz doch die Wand! Nein! Was? Was? Er hat die Wand nicht gesetzt. Ich hab die ganze Zeit V anstatt C gedrückt. Oh Mann. Top 10 naja. Anime-Tode. Let's go. Bereit? Ja. 3, 2, 1 und go. Und da sterbe ich am Fallschaden. Oh mein Gott, wie glücklich ich hab. Oh mein Gott. Nein, du bist jetzt nicht an Fall. Ich wollte meinen Fallschirm zücken, aber es ging nicht. Deswegen. Du bist nicht als ob's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann, Digga, das war so ein guter Shot, den ich dir da gedrückt hab. Bis halt an. Oh mein Gott. Okay, komm, wir machen jetzt einfach so. Noch ein Fun 101 am Ende, okay? Ich mit meinen 100 Leben gegen dich. Einfach nur, um zu sehen, wer die letzte Runde gewonnen hätte, okay? Ich spiele nur Revolver. Okay, dann die Challenge lasse ich mir nicht entgehen. Spielst du auch nur Revolver? Ja, natürlich. Ich spiele nur Spitzhacke, Spaß. Warte, dann packe ich mir... Ja. Oh, stimmt, Double Revolver gibt's ja noch. So unendlich Revolver. Ja, okay, kann man sogar einigermaßen schnell mit ballern. Okay, I'm ready. Ja, lauf, lauf, lauf. Du mal mit deinen Edits. Oh ja. Oh mein Gott, ich so ist. Drück mir einfach Headshot. Lol, GG. Alter, okay, clean. Der clean war, das war auf jeden Fall richtig clean. Okay, ich würde sagen, Leute, wir gehen noch in Rette die Welt rein. Und dann werde ich auf jeden Fall Avis seinen wohlverdienten Gewinn noch auszahlen. Genau, Ehre. Avis. Ja, bitte, mein Freund. Es ist soweit. Schau ihn an, wie er brennt. Schau. Er ist leider nicht mehr ganz voll. Ich habe einmal in der Aufnahme mit dir geschossen. Und ich werde dir jetzt ins Gesicht schießen. In Nein, drei, du wirst nicht damit schießen. 2-1. Es tut so weh, diese Taste zu drücken, ne? Es tut so unglaublich weh. Tschüss. Ich muss noch einmal Tschüss sagen, okay? Du warst toll. Aber irgendwann hat alles ein Ende. Ja! Ja! Avis,
Ram ihn dir ein, okay? Ram ihn dir ein. So, Leute. Ihr habt es gesehen. Wir haben es vollbracht. Und ich habe verloren. Es wurde zwischendurch halt einfach extremst knapp. Ich habe jetzt zwar die letzten drei Runden, die ihr bei mir gesehen habt, alle gewonnen. Allerdings habe ich davor zu viele Runden verloren, um noch wirklich viel rausreißen zu können. Ich konnte jetzt noch einen Teilbetrag rausholen, und zwar diese 500 Sonnen, falls ihr das Video bei Avis gesehen habt. Die konnte ich jetzt nochmal gewinnen, also die muss ich ihm nicht mehr geben. Aber der Feuerschneeballwerfer ist trotzdem verloren, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, und benutzt gerne meinen Creator-Code im Shop, und zwar die 94443. Es wird mich mega unterstützen, und dann sehen wir uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.